Ja, hallo Leute und ein herzlich willkommen zu einer Frustsendung Projekt Essen, das Straßenbahn-Add-on. Und zwar fangen wir mal an mit Kommentiershow, kann man so sagen. Also wir lesen jetzt Kommentare durch und ich lache mich einfach darum Schrott oder ich gebe einfach mal eine normale Antwort, was ich über Facebook nicht so kann. Deswegen geht's mal los mit einem Basti. Er hat geschrieben, hey, daraufhin habe ich geschrieben, hallo. Daraufhin hat er geschrieben, meine Frage, gibt's schon Downloads oder noch gar nichts? Ich habe darauf geschrieben, ja, aber nur für Beta-Tester und Freunde. Also aktuell haben es drei Leute. Meine Freundin hat das auf einen Stick. Also meine Ex-Freundin hat das auf dem Stick, die Map. Also die wollte es auch mal testen. Also ja, Freunde und Beta-Tester haben meine Map. So, daraufhin hat er geschrieben, so, das ist doch doof. Warum macht ihr das dann, wenn es die für andere Leute dann nicht gibt? Ich habe diesen Kommentar wirklich nicht verstanden, aber ich habe es einfach mal so verstanden, dass er es so verstanden hat, dass die Map für gar keinen gibt und dass es nur für meine Freunde und Beta-Tester dann gibt. Warum nehme ich dann Beta-Tester, wenn es für keinen die Map erscheint? Ich verstehe es nicht. Aber egal. Natürlich wird die Map erscheinen, 2017 oder Ende des Jahres, für alle kostenlos. Warum ich die meinen Freunden oder auch Beta-Tester gebe, die Map, das ist logisch, weil die natürlich testen möchten. Und meinen Freunden gebe ich die nur, damit ich dann zeigen kann, jo, das mache ich meine Freizeit und jo, so viel habe ich schon erreicht. Bezüglich zu meiner Ex-Freundin oder Freundin, wie man es so sagt, dass sie auch mal sieht, ja, er macht was. Und dass sie auch mal guckt, ist das realistisch, ist das nicht realistisch, weil Freunde oder Freundinnen sind ja ein bisschen anders drauf wie Beta-Tester, weil dann sagen die so, wenn ein Freund mich so anspricht, jo, alles klar, Homie. Ja, das ist ein bisschen falsch. Könntest du das ein bisschen verbessern? Also, er spricht mich darauf direkt an. Die wissen ja, wie ich reagiere. Und Beta-Tester sind so, die sagen so, ja, mir gefällt das nicht. Also, die haben Angst, mir was zu sagen. Und deswegen habe ich auch noch meine Freunde mit ins Boot genommen. Und die gucken das, haben sich ein bisschen beschwert. Finde ich aber auch gut. Und das werde ich alles nochmal beheben, diese Probleme. So, daraufhin hat einen. Ich muss aber jetzt mal gucken, wir haben. Ja. So. Ich muss mal kurz hier vorspulen. So. Na komm. Das dauert ein bisschen hier. So, meine Güte. Das ist wirklich extrem. Meine Güte. Schlimm, wenn ein Mensch mich so extrem voll spammt. Den Namen sage ich jetzt nicht. Und zwar, Punkt, Punkt, Punkt hat Hi geschrieben. Und daraufhin hat er geschrieben, bist du Leon? Ja, mit Zweitnamen heiße ich ja Leon. Daraufhin habe ich geschrieben, ja. Daraufhin hat er geschrieben, nee. Kann leider nicht mitmachen. Mach Livestream mit Freund. Sorry. Was ist mit Livestream? Hallo, ich habe eine Frage, habe ich gefragt. Ja. Da hat er geschrieben, bist du TS? Move mal bitte. Bin in der Stadt und zwar hast du ein Ansagenprogramm. Wie heißt das Ansagenprogramm? Hat er geschrieben, einfach ja, habe ich. Also richtig Kauderwelsch. So, und dann hat er mir irgendwas geschickt. Also, er hat mich einfach nur voll gespammt. So. Und daraufhin hat er geschrieben, so, was, be also ich habe so gefragt, ob er für mich Ansagen macht, dies und jenes. Daraufhin kam was zurück. Was bekomme ich jetzt? Werde ich jetzt Beta-Tester? Wieso bin ich nicht in der WhatsApp-Gruppe? Logisch. Leute können das freiwillig machen, Ansagen, dies und jenes. Also wenn ein Mensch mich fragt, jo, machst du mal Gladbeck-Zwickel nochmal neu, den Bahnhof, da fragt ja auch keiner nach, ja, willst du 50 Euro haben, willst du Beta-Tester werden, da fragt mich ja auch keiner nach. Und ich glaube, es ist auch selbstverständlich, wenn man fragt, kannst du mir mithelfen, dass man auch nichts verlangen soll. Ich weiß nicht, ob das so ist, was ich denke, oder ob ihr das so denkt, dass man Beta-Tester werden muss und irgendwie 50 Euro bekommt. Also ich sag nicht. Also ich sag, wenn man freiwillig was macht, dann soll man auch nichts verlangen. So, weiter geht's. Ja, dann haben wir noch mehr lustige Kommentare hier. Warte mal. Ja, also der war noch am lustigsten, aber der war schon länger her. Der war im Februar. Aber ich finde es einfach nochmal lustig.
Wenn so kleine Menschen mich wirklich mich nerven. So, und zwar war das die Version 1, die ganz alte Version, und hat einer gefragt, wann kommt die Version 1? Da habe ich geschrieben, Map Essen kommt um 19:20 Uhr. Hat er geschrieben, aha, hast du Fragen? Ich kriege die Map nicht zum Laufen. Du brauchst die Map, was? Du brauchst die Map, den Patch von gestern und Bottrop und Tetor, da muss alles gehen. Hab ich. Guck in die Logfile. Ist die nun fertig? Nein, nur eine Stra. Was? Ich konnte kein Deutsch da. Nein, nur eine Straße, die nur der Patch. Also, ich meinte auf gut Deutsch. Natürlich ist vieles fertig, aber im Patch wird auch noch was nachgeliefert. Okay, naja, ich finde deine Map nicht so toll. Ist nicht gut geworden. Okay, dann habe ich geschrieben, wieso nicht? Ja, weiß nicht. Da hat er geschrieben so, ja, weiß nicht. Ist nicht gut geworden, wie ich mir vorgestellt habe. Da habe ich geschrieben, bald kommt ja ein Patch, guck da nochmal nach. Okay, wann kommt der Patch? Ende März. Oh mein Gott, jetzt noch Pause machen für nichts XD. Ich habe da Pause gemacht, weil ich auch noch andere Probleme habe, die auch mal wichtiger sind wie Projekt Essen und so Spastis, die hier mich so schreiben. So, weiter geht's. Daraufhin hat er geschrieben, und das, was du gepostet hast, kannst du direkt mal wieder löschen. Daraufhin habe ich gepostet, einfach mal, was für respektlose Menschen es auf dieser Welt gibt. Ja. Und es ist doch richtig so, was hast du denn da geschafft mit deiner scheiß Map? Sag mir das mal, ich werde es nicht auf jeden Fall melden. Ja, dann melde mich doch mal mit deinem Deutsch, ey. Ich wollte einfach deine Frage beantworten. Daraufhin hat er geschrieben, das ist mir scheißegal, sowas wird nicht gepostet, was ich dir schreibe, klar. Wenn es dir nicht gefällt, musst du gehen. Ich zwinge dich ja nicht. Ich zwinge keinen Menschen, hier zu bleiben, hier Abonnent zu sein oder auf Facebook meine Seite zu liken. So, sei leise, ich habe es jetzt gemeldet und fertig. Also seh zu, dass ich jetzt, also seh zu, dass jetzt verschwindet und das jetzt sofort. Gutes Deutsch, Dankeschön. Ich wurde nicht gemeldet, also ich habe noch keine Facebook-Mitteilung seit paar Monaten. Also ich warte schon 7 Monate auf diese Meldung von Facebook. Vielleicht, ich kam nichts an. Ja, wenn du es lieber sagen würdest, dann können wir das natürlich auch löschen. Also wir können es auch löschen, wenn einer sagt so, ah, mir gefällt das nicht so, dann lösche ich das ja natürlich. Aber auch höflich. Ja, mir gefällt das nicht, könntest du es bitte löschen. Dann lösche ich das auch. Aber so aggressiv, ich finde es einfach lustig. Gut, dann machen wir es jetzt auf einer anderen Tour. Oh, ich finde die harte Tour aber am schönsten. Und welche Tour? Nett oder böse? Siehste, was? Siehste, dann ja, wirst auf jeden Fall Post bekommen. Post bekommen. Post bekommen. Post bekommen natürlich. Ich habe noch immer keine Post bekommen und er weiß nicht meine Adresse. Ich warte noch immer 7 Monate. Vielleicht hat die Deutsche Post ja ein bisschen Verspätung. Weiter geht's. Ich bin ja bereit zum Löschen und man muss es nett sagen. Ich habe ja nicht deinen Namen erwähnt. Ich habe den Namen nicht erwähnt, ich habe einfach Punkt, Punkt, Punkt geschrieben. Daraufhin hat dieser komische Spasti gesagt. Ja, und da ist aber meine ganze Nachricht drauf. Ich sag's dir jetzt das letzte Mal. Mach die Scheiße raus und du erhältst Post ganz einfach. Es geht schneller, als du gucken kannst, glaub mir. Ich gebe dir 2 Minuten Zeit und das zu löschen. Also mach hinne 2 Minuten, wie gesagt. A, ich lasse mich nicht bedrohen. B, von so Menschen, ich kann da, ich muss mal das Bild gleich mal angucken von denen. Ich lach mich gleich kaputt. Ich finde es einfach wirklich lustig. Und zwar war ich da. Wo war ich da? Ich glaube, ich war dann am Grillen und habe da lecker den. Ich war einfach im Garten und habe einfach geschillt. So, und dann nerven mich so Menschen. Wirklich. Sowas geht gar nicht ab. So, darum habe ich geschrieben. Bis später, schönen Abend noch. Ja, dann hast du jetzt eine Anzeige am Arsch. Guten Abend, mithin. Ich bin der zweite Adman. Dennis, um was geht es hier eigentlich? Daraufhin hat er mich blockiert. Und wo ist die Anzeige? Wo ist die Post? Wo ist die Meldung von Facebook? Nirgendwo. Dankeschön. Ich muss einmal kurz das Profilbild angucken. Ich muss mal kurz lesen. Warte mal. Oh, ich kann ihn nicht antickern. Und zwar, er kommt aus Wanne-Eickel. Man merkt, Wanne-Eickel, glaube ich, die Leute sind ein bisschen Banane. Also nicht jeder Mensch aus Wanne-Eickel ist behindert, aber also nicht behindert, wie soll man sagen? Nichts gegen behinderte Leute. Nein, also nicht geistlich, nee, nicht aggressiv. So,
Wanne Eickel ist eine schöne Stadt. Leute sind wirklich sehr nett. Nichts gegen behinderte Leute, wirklich. Nochmal eine Entschuldigung. Sowas wollte ich jetzt nicht sagen. Nein, dieser Typ, der ist irgendwie aggressiv und ist einfach nur dumm. So, ich gehe mal auf dem Profil anzeigen. Arbeitet bei Postcon Regional Rhein-Ruhr. Aha, ich guck dir mal an. So ein richtiger Macho, so ein richtiger. Ich sag dir aber nichts dazu, sonst mache ich mir ja Feinde. Also ich finde es einfach lustig. Die arme Frau, tut mir leid. Weiter geht's. Und zwar haben wir so Nachrichten bekommen, die mich auch. Wie kann man sagen, ich bin 16 Jahre alt, die mich auch ein bisschen mitnehmen. Die auch, wo ich sage so, meine Güte, was ist los? So, dann haben wir jetzt wieder hier noch was. Nee, das ist unwichtig. Ja, also so Nachrichten bekomme ich. So. Warte mal. Ich lese einfach mal einen Kommentar durch. Ich habe gar nichts durchgelesen, aber ich lese einfach diesen Kommentar einfach mal durch. Ich habe mal eine Frage. Also es war die alte Version noch. Ist die Map schon fertig? Ich wohne in der Nähe von Essen und würde mich sehr gerne freuen. Ich würde sie gerne in Omsi fahren. Bitte den Download-Link. Liebe Leute, wer googeln kann, Gladbeck Forum, fertige Maps und dann sieht man schon meine Map. Dann müsste man eigentlich ja draufklicken. Darauf war ich aber freundlich und habe den Link geschickt. Danke sehr. Bitte von. Was? Danke sehr nett von Ihnen. Kann man auch Straßmann fahren? Was ist denn, wenn ich Tettau nicht habe und Bottrop? Und da habe ich keinen Download-Link. Liebe Leute, wenn die Map nicht übers Team erscheint, werde ich jede Kleinigkeit verlinken, damit jeder Mensch dann nicht mich fragt, wo ist der Link? Ja, also dann habe ich die Links geschickt, alle. Wäre auch echt nett, wenn sie mir den schicken. Wäre nett, nur Tettor. Bottrop befindet sich im Gladbeck-Forum und Tettor einfach mal googeln. Bei mir steht Fehler bei Bereichsprüfung. Wir werden das lösen. Das Problem war an einer Weiche, dass dann immer Fehler bei Bereichsprüfung stand. Und danke nochmal an Robin, dass du mir diese Lösung gesagt hast. Das war, lag an der Weiche und an dieser NF2 von Gladbeck, die KI. Und dann war alles gut wieder. Sie hatten sich noch mehr gemeldet. Ich hatte Schule. Aha, okay. Map-Ordner löschen und neu installieren. Von Essen? Ja. Okay, werde ich machen. Danke. Bitte. Geht immer noch nicht. Morgen 14 Uhr, Teamspeak. Hab morgen gar keine Zeit. Doof. Montag? Egal, probiere mal, was ich sage. Ihnen denn Bescheid. Habe gerade mit einem Kollegen geschrieben. Das interessiert mich persönlich nicht. Aber egal. Weiter geht's. Haben wir nochmal hier noch andere Menschen? Ich habe hier noch den René Dems. Den René habe ich hier drin. Den Nachnamen darf ich gar nicht sagen. Den finde ich richtig korrekt. Der macht richtig coole WePaints. Vielleicht muss man den mal anschreiben. Ey, der macht richtig coole WePaints. Also, wenn ihr mal in der OMSI 2 Support seid und den René Dings, René Punkt 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 dann seht, mit coolen WePaints, einfach mal ein dickes Love drücken. So. So, was haben wir nochmal hier? Dann hat einer gefragt, das war am 20. August. Hallo, ich bin begeistert von Simulationsspiele mit Bus und Bahn, nur habe ich auch nicht so die Ahnung. Aber von Gelsenkirchen, Essen und Gladbeck, wo bekommt man das zu kaufen? Oder gibt es nicht zu kaufen? Und ganz großen Lob für die Seite. Dankeschön nochmal für das Lob an meine Seite. Und habe geschrieben, ich habe geschrieben, natürlich kann man Gladbeck für 35 Euro bei Saturn erwerben und natürlich auch das Straßenbahn-Add-on bei Steam für 15 Euro. Meine Map wird Ende 2016 oder Anfang 2017 erscheinen. Meine Güte, ich rede zu viel. Ja, so Kommentare bekomme ich. Also manche Kommentare sind wirklich sehr nett, manche Kommentare sind mies. Zum Beispiel, hey, ich bin's. Ich kenne dich nicht. Bin's. Jan, Punkt, Punkt, Punkt. Hallo? Kennst du mich noch vom Stream? Ja, ich glaube schon. Okay, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Hey, brauchst du vielleicht einen Helfer oder so? Noch da? Ja, aber erst später. Okay. Ich finde es einfach lustig. Ich habe einen Helfer mal gehabt auf meiner Map, der wirklich nicht so toll war. Und er hat was gemacht, aber das habe ich wieder abgerissen. Und er hat, verlangt, Beta-Tester zu werden, um eine Map zu bekommen.
Und daraufhin habe ich direkt den blockiert und die Stelle, was er gebaut hat, abgerissen. Keine Ahnung, wo die Stelle war. Das war, glaube ich, warte mal, wartet mal, wartet mal. Und zwar, das war, bin dabei abzureißen. Hier. Also irgendwo eine Stelle hat er gebaut. Also ich glaube, eine kleine Stelle hat er gebaut. Ich glaube, das war das hier. Keine Ahnung. Irgendwas hat er gebaut hier. Ja, und das habe ich abgerissen und ja. Die Map wird Ende 2017, Ende 2016 erscheinen oder Anfang 2017. Seid einfach gespannt und das waren einfach Kommentare, wo man sagen kann, jo Leute, was ist das, was sind das für Leute? Was ich noch sagen möchte, liebe Leute, wer mich anschreiben möchte über Fe und über meine Facebook-Seite, kein Problem. Ihr könnt auch doofe Kommentare reinschreiben, aber bitte, edit mein Privataccount nicht. Bitte, bitte tut mir so einen Gefallen. Ich habe auch Privatsphäre und Leute und meine Freunde werden von Leuten schon angeschrieben und gefragt, wann erscheint die Map. Und meine Leute und meine Freunde wissen gar nicht, dass ich sowas mache. Manche Leute wissen das ja nicht. Und da haben die so gesagt, so, ja, wenn du die Map hast, schick mir die mal bitte. Was ist bei denen falsch gelaufen? Was ist bei denen falsch gelaufen? Oder zum Beispiel, hey, deine Map ist mies. Okay, ich nehme das einfach so an, die Map ist mies, okay. Aber da muss man auch Feedback geben. Zum Beispiel, Hans-Peter Clausen hat gesagt, die Stelle ist mies, weil das zum Beispiel jetzt hier nicht verbunden ist. Okay, dann nehme ich das an und mache das dann hier richtig. So. Aber wenn so ein Hans-Peter Clausen kommt und sagt so, die Map ist doof, dann kann ich leider nichts machen. Ich könnte jetzt alles abreißen und alles neu bauen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Zum Beispiel Hans-Peter Clausen sagt so, wenn ich rauszoome, dann sehe ich das hier und das gefällt mir nicht. Okay, dann verbinde ich das ordentlich und dann setze ich da Häuser hin. Okay. Kritik muss man auch schreiben und nicht sagen so, die Map ist doof. Oder einfach ein Dislike hier hinterlassen und sagen so, das Video ist mies. Da muss man auch sagen, warum? Warum? So, das war das Video. Einfach ein Video, einfach mal aus der Seele mal ein bisschen gesprochen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das nächste Video wird sein, dass wir die 302, also die von der Linie 302, die Ansagen vorstellen. Das habe ich auch noch versprochen. Leider kam ich nicht dazu, deswegen wird das dann so nächste Woche erscheinen, das Video mit den neuen Ansagen von der Bogestra. Und ich hoffe, dass ihr mich zahlreich unterstützt hier mit Daumen nach oben und mit Abos. Ich würde mich sehr freuen und ich hoffe, dass wir auch die 150 Abonnenten knacken. Und ich muss nochmal sagen dazu, wenn wir das schaffen mit die 150 Abonnenten, dann werde ich auch was verlosen. Und zwar, seid einfach gespannt und ja, wenn ihr euch das nicht gefällt, einfach einen Daumen nach unten. Wenn es euch gefällt, einfach einen Daumen nach oben. Ein Abo dalassen, damit ich weiß, mehr Videos und dann wollt ihr mehr Informationen über die Map wissen. Und dann weiß ich mal Bescheid. Ich weiß, ich rede nur Müll, aber manchmal auch nicht. Und deswegen wünsche ich euch einen angenehmen Abend, einen angenehmen Tag. Einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten oder ein Abo da. Oder ein Dis, ein D-Abo. Ich würde mich für alle Sachen freuen. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.